Wir kehren zurück in das Kaurava-System. Die Schwestern haben es hier in einer wichtigen Schlacht geschafft, den imperialen Schrein von den Tyranniden zu befreien. Jetzt kurz darauf haben die Dark Angels, die in der Nähe des Sektors waren, auf ein Notsignal von Prinzipalis Agatha reagiert und sind auf dem Planeten gelandet. Und im Zuge der Befreiung des Schreins sind ihnen Gerüchte zu Ohren gekommen, dass während der Schlacht ein berobter Space Marine mit zwei antiken Pistolen auch zu sehen war. Und dem wollen die Dark Angels nun nachgehen. Jetzt ist es so, dass die Tyranniden der Schwarmflotte Serpenta hier wieder Fuß gefasst haben, da die Kräfte der Sororitas einfach nicht ausreichen, um den gesamten Planeten zu verteidigen. Sind auch noch weitere Schlachtfeldüberreste hier des letzten Aufeinandertreffens hier zu sehen. Zwischen all den Modellen, die noch gestellt werden müssen. Die noch aufgebaut werden müssen. Und hier sind vereinzelt auch noch einige Sororitas zu sehen. Das sind Schwestern des Ordens, die in der Schlacht gefallen sind. Waren jetzt noch keine Ressourcen übrig, die Leichen zu bergen und dem Totenfeuer zu übereignen, damit sie in das Licht des Imperators eintreten können. Und die Dark Angels wollen nun möglichst viele Informationen einsammeln aus den Datenspeichern der Servorüstungen, was sich hier genau während der Schlacht zugetragen hat. Nun ist es so, dass die Tyranniden sich hier wieder breit gemacht haben. So, ein weiteres Spiel. Diesmal eine Jetbike Force der Dark Angels, die... Das ist ein einziges Jetbike drin. Ja, eine Bike Force. Ja. Ja, aber es ist mit dem Jetbike von Samael dabei. Ich meine, so viele Jetbikes haben die Dark Angels ja jetzt nicht mehr auf einmal. Ja, theoretisch eins. Ja, theoretisch eins. Und... das ist halt mit drin. Deswegen nenne ich jetzt einfach mal frech Jetbike Force. Gegen den Schwarm. Die Mission ist... Kreuzzug. Verdammt, Kreuzzug, genau. Hatte ich schon wieder vergessen. Wir versuchen und hier die Daten aus den Servorüstungen der Soros zu retten und die das Schwarmbewusstsein. Aus irgendeinem Grund fühlt es sich immer wieder zu diesem Schrein hingezogen. Ja, wer weiß, vielleicht hat es ja irgendeine Verbindung mit diesem Schrein. Man weiß es ja nicht genau. Ne? Das kann man ja beim Schwarmbewusstsein so wirklich nie sagen. Also auf jeden Fall mag es diesen Schrein sehr, hat sich da sehr zentriert drumherum aufgestellt. Nur hier die Symbiontentruppen sind ein bisschen infiltriert. Was dort vorne zu sehen ist, ist in Reserve bei den Dark Angels. Wir haben einmal einen 6er Biker-Trupp aufgesplittet als Kampftrupps. Wir haben hier noch einen Kommandotrupp Ravenwing-Ritter, schwarze Ritter des Ravenwing. Ja. Die haben das Ravenwing-Banner, was das Zurückfallen automatisch gelingen lässt und mir plus 1 das Kampfergebnis gibt. Dann haben wir hier noch einen Landsplitter, schwerer Beutel, Typhoon-Raketenwerfer, der schocken kann. Mhm. Die können Flankenangriff machen. Passt ganz gut zu meiner Kriegsherrenfähigkeit, die mich meinen Reservewurf um plus 1 oder minus 1 modifizieren lässt, die mein Observationspriester erwürfelt hat. Müssen sie nur über die richtige Seite kommen. Ja, mein Kriegsherr ist dieser Schwarmtyrant. Der hat für sich erwürfelt einmal den Nervenschock und den Warblitz als Psy-Kräfte, sowie mein Tervigon und meine Zoas aufpeitschen bekommen haben. Als zusätzliche Psy-Kräfte für die Zoas und als Psy-Kraft für den Tervigon. Und er selber, der Schwarmtyrant, hat auch noch als Kriegsherrnfähigkeit Nachtsicht für sich und alle Modelle innerhalb von 12 Zoll. Ja, die erste Runde auch Nachtkampf. Genau, deswegen macht das ja auch Sinn. Es ist jetzt so langsam Abend geworden und da müssen sich die Augen alle erst noch an die Dunkelheit langsam gewöhnen. Ja, die Nacht ist gleich vorbei, sondern die erste Runde Nachtkampf. Ja, na gut, vielleicht. Narrativ gesehen. Nicht. Wir nähern uns in der Morgendämmerung. Genau. Es ist jetzt knapp einen Tag her, dass hier eine Schlacht stattgefunden hat zwischen den Soros und den Tyranniden.
Weshalb ja auch noch die ganzen Panzer rumliegen, genau. Ich würde einfach versuchen, die Initiative zu klauen. Genau, mach das doch einfach mal. Nein. Da liegt die 2. Tue ich nicht, dann fangen die Tyranniden an. Genau. Bis gleich. Bis Ende. Spielzug Tyranniden 1. So, Runde 1 der Tyranniden. Sieht bisher sehr erfreulich aus. Sind alle ein bisschen vorgerannt. Der Tervion hat einen Lebenspunkt verloren beim Zaubern. Also beim psionischen Wirken von Aufpeitschen auf den Schwarmtyranten. Der Schwarmtyrant ist dann 4 Zoll nochmal weiter geflogen und hat dann Samael beschossen. Der hat nichts weitergegeben und hat 2 Wunden genommen. Trotz 2 plus Deckung durch Jink. Die Schwarmdrude hat richtig viel gemacht. Die hat, nachdem sie aufgepeitscht worden ist von den Zoas, ist sie 11 Zoll vorgeflogen nochmal. Hat dadurch mit ihrem Flamer 4 der... 2 hat sie rausgenommen. Ja, 4 hat sie getroffen von den Balkan hier, von den Sechsen. 2 hat sie rausgenommen. Und die sind deswegen über die Kante gerannt, kreischend. Und ja, ansonsten hat sich hier alles ein bisschen bewegt. Bewegt. Der Nervenschock vom Schwarmtyranten auf Samaels Truppe ist nicht durchgekommen. Aber die jinken ja eh, deswegen haben die ja eh gleich Snapshot. Ja, das war's soweit. Dann würde ich sagen, bis Ende der ersten Runde der Dark Angels. Ende Spielzug 1 der Dark Angels. Wir haben uns hier wieder taktisch ein bisschen an die rechte Kante hier dran bewegt. Haben jetzt das Feuer auf die Drude angelegt. Waren dann die Plasma-Clown synchronisiert, die auf die Sechsen geschossen haben hier. Die Bolter, die vom Bolter-Banner profitiert haben. 24 Schuss rausgehauen und es sind jetzt auch dann 4 Lebenspunkte verloren worden. Die Drude hat noch einen, muss einen Absturztest machen. Und dann gucken wir noch mal, was mit der guten Dame passiert. Auf 1-2 stürzt sie ab, ne? Nein, sie fliegt weiter. Dann fliegt sie weiter. So, Tyranniden Runde 2. Es ist ein Biker gestorben. Ja, die Drude war so ein bisschen beeindruckt von der Feuerkraft, die sie gerade abgekriegt hat. Ja, genau. Da war sie etwas sehr beeindruckt und deswegen ist nur ein einziger Biker unter der Flammenschablone gestorben, obwohl da 5 drunter waren. Der Schwarmtyrant hat nichts gemacht, das hat Samael alles größtenteils weitergeleitet und 2 hat er selber gerüstet, den Rest hat der Trupp gerüstet, also gedeckt, genau, durch den Dark Shroud. Natürlich ein 2 plus Deckungswurf hier, Sauerei. Das ist halt 3 plus Ausweichmanöver. Ja. Plus Titanen. Ja. Und ja, ansonsten hat sich alles ein bisschen verteilt. Hier sind nochmal 9 Ganten rausgekommen, aber der Tervigon hatte Verstopfung. Aufgepeitscht worden sind die Schwarmwachen. Da war dann eine in Reichweite, um auf den Absolutionspriester da zu schießen. Aber die hat nur einmal getroffen und dann einmal verwundet und da ist dann einmal gerüstet worden, also gedeckt. Nee, gar nicht gerüstet. Ja, das war gerüstet, genau. Da war 3 plus Rüstung war da. Ja, ansonsten hat sich hier so alles ein bisschen bewegt. Hier wird gehalten, da wird gehalten, da wird gehalten und da vorne wird auch gehalten. Also die Tyranniden halten hier noch alles, aber jetzt gleich im zweiten Spielzug der Dark Angels kann sich ja einiges ändern. Da kommen nämlich die Reserven alle rein. Ich hoffe. Ja, also hoffentlich nicht alle. Mal schauen. Ja, Ende Spielzug 2 der Dark Angels. Die Entsatzkräfte zur Entlastung hier der rechten Flanke sind alle eingetroffen. Kommandotrupp ist reingekommen. Der muss über die rechte Seite kommen. Die beiden Biker-Kampftrupps sind auch reingekommen, unabhängig jetzt von meiner Kriegsentfähigkeit. Da durfte ich es mir aussuchen. Ich habe mir gedacht, ich brauche hier einfach noch ein bisschen Bolterfeuer, was vom Bolter-Banner profitiert, und habe es dann auch hier über die rechte Flanke reingeschoben. Und der Landspeeder, der über Reserve gekommen ist, ich habe dann mich entschieden, den nicht über Schocktruppenreserve reinkommen zu lassen, sondern ganz normal über Reserve, über meine eigene Kante. Ist dann auch von hier gekommen. Wir haben ein bisschen Dacker-Dacker gemacht. Die Drohne ist rausgegangen, hat der Kommandotrupp rausgenommen, 2 Wunden durchgekommen, einen weggejinkt, den anderen verpatzt. Und da ist sie dann ins Nirvana geflogen. Dem Tyranten konnten wir nichts antun. Der Biker-Trupp hat zwar draufgehalten, aber letztendlich am hohen Widerstand gescheitert. Beziehungsweise die eine Wunde hat er weggerüstet. Hätten sogar vielleicht gerne angegriffen. Und
Dann der Kommandotrupp mit dem Bolter-Banner hat hier einiges von den Symbionten rausgenommen, wo dann auch dann die anderen Biker ebenfalls mit drauf geschossen haben. Der Biker-Trupp hier hat noch ein paar Ganten weggenommen. Ist schon ganz schön, wenn drei Biker-Modelle einfach mal so 7 andere Modelle rausnehmen. Also das Bolter-Banner, muss ich einfach sagen, ist schon richtig nett. Auf jeden Fall. Ja, aber man sieht, es konzentriert sich alles hier momentan im Bereich dieser Plattenhälfte. Ja, ist die spannende Frage, wie die Tyraniden reagieren werden. Die Tervigone hatte sich ja ausgebrütet, da sind die Larven ausgegangen. Dann gibt es dann für mich weniger Modelle zu beschießen. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht im Spielzug 3 der Tyraniden. Ja, Zusammenfassung der Tyraniden. Das ist alles ein bisschen vorgerannt. Der Schwarmtyrant hat da vorne den Landspeeder erschossen. An Psy-Kräften habe ich die Nervenschock für den Kommandotrupp hier durchgekriegt. Damit hat er minus 2 BF und KG. Die Schwarmwachen haben dort einen Mann im Kommandotrupp erschossen. Und ansonsten ist, glaube ich, nichts gestorben, oder? Außer dem Landspeeder. Ja, der Landspeeder ist kaputt gegangen. Ja, und außerdem einen Mann. Gut, ansonsten ist da nichts gestorben. Oder? Doch, da ist doch ein Mann noch von Samuels Truppe durch die Exokrine, ne? Ja, genau. Durch die Exokrine ist da noch einer bei Samuel weggegangen. Und das war's. Die Tyraniden bewegen sich so langsam hier in Richtung des Gegners. Und ja. Wir sind hier jetzt gerade live in der Bewegungsphase der Dark Angels, da wir ein bisschen schnell machen müssen, da wir ansonsten nicht rechtzeitig mit dem Spiel hier fertig werden. Das wäre ein bisschen blöd, denn das wollen wir natürlich nicht. Wir möchten schon möglichst weit kommen. Genau, also so 4. Spielzug soll es schon werden. Und ja. Mal schauen, was hier gleich so abgeht. Das sieht ja bis jetzt ganz interessant aus, was hier passiert mit Samael und seinen Leutchen da. So, Ende Spielzug 3 der Dark Angels. Symbiarchen haben wir rausgenommen. Ich halte momentan ein Missionsziel, habe ja alles rausgenommen. Hier habe ich die Ganten leider alle vollständig vermöbelt. Hätte ich schöner gefunden, wenn ich da noch drin geblieben wäre. Ist jetzt halt so. Ich hätte auch den schweren Bolter hier nicht schießen sollen, lieber dann mit der Boostbewegung nochmal wieder nachrücken, um den Deckungsbruch zu verleihen. Wäre, glaube ich, sinnvoller gewesen. Schauen wir mal, was jetzt noch weiter passiert. So langsam sieht so aus, dass leider durch Zeitablaufen nur noch der 4. Spielzug noch für uns beide zustande kommen wird. Und da wird das ein bisschen grenzwertig, was jetzt gleich die Missionsziele zu besetzen anbelangt. Das wird knifflig. Sag mal, mit dem 5. Spielzug könnte es halt ein anderes Spiel werden, aber da müssen wir gucken, ob wir da zeitlich überhaupt noch hinkommen. So, die Tyraniden haben mit Hilfe der Schwarmwachen den Landspeeder rausgenommen, den Dark Shroud. Die Exokrine hat hier vorne bei den Kommandotrupps nichts gemacht, genauso wenig wie der Tervigon. In der Psy-Phase ist nichts durchgekommen, also der Spirit Leech, der Zoanthropen ist durchgekommen, aber hat nicht getroffen. Der Schwarmtyrant hat einen des Kommandotrupps da erschossen. Und ja, es sieht naja aus im Moment. Also, ich weiß noch nicht genau, was ich davon halten soll, von der momentanen Lage. Es durchwachsen. Ja, durchwachsen. Im Moment halten die Tyranniden auf jeden Fall noch mehr Missionsziele. Aber das kann sich jeden Moment ändern. So, im 4. Spielzug ist der Ravenwing etwas ausgerastet. Der Kommandotrupp, der mich immer wieder mit seinen Nahkampfqualitäten einfach dermaßen überzeugt. Und Samael mit den Bikern ist hier vorgerückt. Ich habe hier einmal einen multiplen Angriff angesagt auf die Tervigone, die nur noch 2 Lebenspunkte hatte. Die hat ein bisschen was im Beschuss verloren und auf die Ganten. Und da die Verluste stehen da hinten, genau. Das ist alles ein Nahkampf gewesen? Das war ein Nahkampf. Was da so gestorben ist? Das war schon ganz ordentlich. Gut, die vielen Ganten, die jetzt noch zusätzlich mit beiliegen, die sind auch noch durchs Platzen von der Tervigone mit drauf. Naja, gegangen. Insgesamt nur 5. Ach, mir hatte ich den Charge vergessen. Tja. Ist Pech. Ja.
gewaltig. Ich habe 3 Missionsziele. Hab den ich habe 1. 10, du hast 1 und First Blood und kriegst hier 5. Ja. Okay. Ja, wir haben jetzt gerade schon hier zusammengerechnet, denn... Also der letzte Spielzug war live. Der letzte Spielzug war sozusagen live von den Dark Angels. Die haben sich hier gerade eben noch zu Ende bewegt hier. Samael und die komplette Truppe sind hier von den Symbionten ordentlich vermöbelt worden. Ja. Die haben da alles rausgefetzt. Die Brains stehen jetzt da vorne. Hier, die ganzen halten das eine Missionsziel hier. Der Standardtrupp behält leider das Missionsziel da. Da die Truppe... hält das Missionsziel und die Truppe hält das Missionsziel. Ja, damit steht es, was haben wir gesagt? 10 zu 5 für die Dark Angels. Wir müssen jetzt leider hier abbrechen, also es würde wahrscheinlich weitergehen. Kannst ja mal gucken. Es hätte eh aufgehört. Es hätte eh aufgehört, verdammt. Perfektes Timing. Perfektes Timing, sagte er, genau. Naja, aber so wirklich viel von den Dark Angels ist nicht übrig. Das ist aber immer so bei der Liste. Also es ist erstaunlich viel übrig. Echt? Findest du? Na gut. Okay. Die 2 Kampftrupps sind noch komplett und der Kommandotrupp ist noch komplett. Also sonst hatte ich immer nur so 6-7 Modelle übrig gehabt. Das ist immerhin 11. Also. Ja gut. Okay. Ja, die Dark Angels, denen ist es einfach gelungen, jetzt hier noch wichtige Informationen aus den Servo-Rüstungen in der Sororitas zu erlangen. Natürlich schade, dass die sehr wichtige Information hier immer noch im Schrein liegt. Da war ja auch die letzte Sichtung gewesen. Mhm. Dieser mysteriösen Person. Schaut vielleicht nochmal in den anderen Schlachtberichten rein. Vielleicht fällt euch was auf. Ja, wahrscheinlich würde es so aussehen, dass die Dark Angels hier noch weiter auf Kaurava bleiben werden, um noch weitere Informationen zu sammeln. Da kann man eventuell weitere Schlachtberichte erwarten hier. Ganz leichte erzählerische Aspekte. Ja, können auch nochmal schnell Mini of the Match machen. Ja. Ich muss sagen, was mich wirklich sehr überzeugt hat, von dem Kommandotrupp weiß ich mittlerweile einfach, dass er gut ist. Ja. Man halt ein bisschen drauf aufpassen muss, ist der Dark Shroud. Also für eine Biker-Liste. Sorgt da einfach für unglaublich viel Stabilität nochmal. Für die geschickten Fahrer ist es dann der 2 plus Jinx Safe, was schon verdammt stabil ist. Überaus. Mit Samael kann man das schön verteilen, auf die normalen Trupps noch. Der Kommandotrupp bringt es von alleine schon mit. Man muss mal nochmal so ein bisschen gucken. Den schweren Beuter kann man eigentlich vernachlässigen. Ich glaube, wichtiger ist es dann nochmal lieber in der Schussphase schon mal so ein bisschen vorzuplanen, was macht man gegebenenfalls für Nahkämpfe, kann man sich zurückfallen lassen, um dann wieder in die 6 Zoll Tarnungblase von ihm zurückfallen zu können. Ja, für mich auf jeden Fall die beste Einheit des Spiels waren die Schwarmwochen, die eben diesen Dark Shroud rausgenommen haben. Ja. Ja, das haben sie geschafft und sie haben auch noch ein bisschen anderes was kaputt geschossen. Waren sehr solide. Haben ein bisschen Beschuss abgehalten und es war ein bisschen doof von mir, wie ich sie positioniert habe. Ich habe halt alles hier hinten in so einer Blase aufgestellt. Die Schwarm waren hier ganz hier hinten und da mussten die erst den ganzen weiten Weg nach da laufen, sodass sie nicht allzu viel schießen konnten. Aber es hat sich ausgezahlt, so wie es ausschaut. Obwohl ich jetzt leider doch verloren habe. Ich weiß nicht, was wäre mir lieber gewesen? Ich hätte wahrscheinlich hier den Nahkampf gehalten, würde ich mal sagen, oder? Wahrscheinlich, ne? Wäre der Nahkampf da weitergegangen hier, gegen die Soros. Da hätte ich mich zurückfahren lassen mit den Dark Angels. Ja. Da schmeiße ich halt, auf 1 bis 5 gelingt es mir, dass ich mich zurückfahren lasse. Ja, klar. Dann fahre ich wahrscheinlich zu dem Missionsziel und schieße dich da runter und mache dich dann kaputt, habe dann das Missionsziel. Dann hältst du immer noch mit den Symbionten das hier. Also es macht letztendlich keinen großen Unterschied. Ja, obwohl. Hättest du mich da kaputt schießen können? Ja, und anschließend angreifen. Ach so, ja, okay, ja. Inklusive auch 3 Treffer. Ja. Da waren ja noch 4 Modelle. 6 Schuss Bolter, 8 Schuss Bolter letztendlich mit dem Sturmbolter synchronisiert. Da gehen die normalerweise dann bei. Da sitze ich auf dem Missionsziel dann drauf mit einer Objective-Secured-Einheit. Und hab das dann. Ja, die Frage wäre halt jetzt noch gewesen. Wäre gar keine Frage gewesen, ob
die Symbionten da vorne jetzt beim Neupositionieren ans Missionsziel rangekommen wären, nee, wenn sie mehr geworfen hätten. Das war zu weit weg. Na, sie haben jetzt 3 Zoll geworfen, also noch 3 Zoll weiter. Ja, gut, dann mit dem 2 Zoll nach oben. Na. Naja, egal. War auf jeden Fall ein schönes Spiel, würde ich sagen. Dann hätten wir es umkämpft gehabt, weil das bei mir auch eine Standardeinheit. Ja, genau. Dann hätten wir es umkämpft. Dann wäre es 7-5 gewesen. Ja, ja. Wäre dem Schlachtverlauf wahrscheinlich sogar etwas gerechter geworden. Die Tyranniden haben nicht schlecht gespielt, auf keinen Fall. Haben sich teuer verkauft. Ja. Ja, wie gesagt, es wird wahrscheinlich dann noch weitere Berichte geben. Bei mir auf dem Kanal wird das so ausschauen, dass es demnächst zuerst mal War Machine Hordes geben wird. Dann in Action. Und ja, danke fürs Zuschauen. War ein schönes Spiel. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann gebt doch Däumchen und Abos. Und wenn ihr Verbesserungsvorschläge, Kritik oder sonst irgendwas habt, was euch auf dem Herzen liegt, dafür sind die Comments gut. Tschüss.